Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cattle & Crops hier auf meinem Kanal. In den letzten Livestreams habe ich ja meine Karriere etwas vorangetrieben, habe die Tutorials abgeschlossen und ja, im frischesten Livestream habe ich die erste Szenerie abgeschlossen und die haben wir benötigt, um uns zum Beispiel den Class Arion kaufen zu können. Ich würde sagen, ich fange in der Folge einfach mal an, mir ein paar Maschinen zu kaufen, die wir uns auch schon leisten können, beziehungsweise die schon freigeschalten sind. Der Class Axion zum Beispiel gehört nicht dazu. Da brauchen wir noch das Szenario Kolbenfresser. Ähnlich ist es mit dem Jaguar und ja, die Ballenpresse zum Beispiel. Ich würde jetzt tatsächlich mir den Arion kaufen mit Frontlader und... Nee, ohne Frontlader, weil der nützt uns ja noch nichts. Oder doch? Ich kaufe erstmal den Arion und ihr schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ich den Frontlader schon dazu kaufen soll oder nicht. Als nächstes würde ich die Lemkin Saphir und die Zirkonen kaufen, einfach damit wir auch unsere Saat in den Boden bringen können. Und wartet mal, wir können ja hier sortieren nach Traktoren. Der Arion hat 145 PS und ich würde mir den gern noch kaufen, aber das geht auch nicht. Okay, dann wird es halt erstmal nur der Arion. Den kaufen wir beim Fahrzeughändler. Des Weiteren auf jeden Fall noch direkt ein passendes Frontgewicht. Ich würde auch hier zu einem ja, wenigstens 1000 Kilo Gewicht tendieren. Im Szenario wurde ja der 1400er MB-Truck mit einem 2 Tonnen Frontgewicht und der Lemkin Kombi genutzt. Mais machen wir einfach noch nicht, weil wir einfach noch keine Erntemaschine dafür haben. Da müssen wir dann erst nochmal in ein anderes Szenario springen. Deswegen würde ich die Lemkin Saphir kaufen und die Lemkin Zirkon. Und ja, dann in der weiteren Folge müssen wir auf jeden Fall auch noch mal schauen, wie wir das Ganze hier ja, am besten weiter handeln. Ich bewege mich jetzt erstmal zum Händler und dann werde ich direkt noch ein paar Felder kaufen. Das schauen wir uns aber gleich nochmal auf der Map an. Unser Hof ist ja hier. Jetzt kann ich gar nicht sagen, ob wir da auch eine Limitierung haben beim Kauf. Das sieht nicht so aus. Okay. Das heißt, wir könnten ja... Ich würde tatsächlich vielleicht ein größeres Feld direkt schon kaufen. So Feld 32. Na, gucken wir mal. Feld 32 und Feld 40. Das sind, glaube ich, so die größten, die es hier gibt. Feld 32. Ah, guck mal. Können wir zum Beispiel doch noch nicht kaufen. Dann brauchen wir doch einen gewissen Ruf. Ah, okay. Alles klar. Dann machen wir das eben so, dass wir... Ja, na, guck mal. Das Feld 24, das hat 2,92 Hektar. Das ist doch ganz in Ordnung. Das kaufen wir jetzt einfach. Und auf das werden wir dann gleich Getreide sehen. Ich flieg mal zum Händler runter. Genau, da sehen wir Getreide drauf. Das steht jetzt noch so mittelgut da alles hier. Halt. So. Rad können wir auf jeden Fall wieder ausmachen, den brauchen wir auf der Straße überhaupt nicht. Jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir das am besten hier handeln. Damit wir das alles ordentlich angehangen bekommen. Thank you.
Okay, da müssen wir mal etwas tricksen. Also der Spawnpoint ist jetzt nicht ganz so glücklich, aber das kann man trotzdem hier managen. Das wäre halt, also ist es auf jeden Fall platzsparend. Schön wäre es aber, wenn die Geräte einfach nebeneinander stehen würden. Da hätte man halt gewisse, ja, wie soll man sagen? Müssen wir jetzt einfach so über uns ergehen lassen. Mir gefällt das selber auch überhaupt nicht, aber so ist es nun mal. Transportstellung, die Tür zu und ab geht's, nachdem wir gleich den Spiegel noch eingestellt haben, zur Genossenschaft. Dort kaufen wir Saatgut. Genau. Und dann ja, fangen wir an zu sehen. Das machen wir natürlich mit der elektronischen Lenkhilfe, dem Field Guided System, einfach weil es ja weniger Fehler birgt. Was genau für ein Getreide ich ansehen werde, kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Da werde ich gleich nochmal ja, in die Verkaufstabelle schauen. Das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel letzten Endes. Aber das müssen wir halt einfach mal machen. Ich finde es übrigens sehr gut, dass die neu gekauften Fahrzeuge wenigstens zur Hälfte gefüllten Tank haben. Es gab mal eine Zeit, da waren die wirklich, da hat man die gemietet oder gekauft und da war die Tanknadel schon im roten Bereich, die Lampe leuchtete schon. Und das ist natürlich ja, ärgerlich, wenn man dann für einen Haufen Geld einen neuen Schlepper kauft und dort direkt der Tank ja, eigentlich nur noch reicht, um zur Tanke zu fahren. Was ich jetzt tatsächlich nicht gemacht habe, ist geschaut, ob wir hier PS-mäßig überhaupt hinkommen. Aber wir haben die Kombi mit einem 1400er MB-Truck im Tutorial genutzt. Da denke ich, dass der Arion das auch schafft. Der hat ja 8 PS, 9 PS, irgend sowas mehr. So, da machen wir mal kurz die Handbremse nochmal fest, bevor wir hier in den Trigger reinfahren. Und schauen mal einfach, genau, was. Hier sind die Tiere, Ballenhändler. Ballen können wir dann, wenn wir das nächste Szenario abgeschlossen haben, vielleicht auch pressen. Aus dem Getreide müssen wir einfach mal schauen. So, wenn ich jetzt gehäckseltes Feldgras bringt tatsächlich am meisten. Getreide ist weitestgehend alles gleich. Ja gut. Dann Getreidehändler, hier ist nochmal.
Hafengetreidehändler. Guck mal, hier sieht das auch schon anders aus. Da haben wir hier für Weizen. Ich würde jetzt einfach mal tatsächlich auf Weizen setzen. Das bringt 92,1 Cent pro Kilogramm. Das werde ich mir mal direkt abfotografieren. Da kann man dann später prüfen, ob das so stimmt. Genau, kaufen wir Weizen. Und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir mit der Saatfüllung dann kommen im Tank. Den 800 Litern. Denn es könnte ja durchaus sein, einen Anhänger brauchen wir eh irgendwann, dass wir dann einfach nochmal was nachkaufen werden. Das geht auf jeden Fall erstmal ordentlich ins Geld. Währenddessen gucken wir nochmal auf die Map. Wir fahren dann am besten, müssen einmal auf die ganz andere Seite der Karte. So, da haben wir jetzt gekauft. Ladung gekauft. 680 Kilo Weizen für 1360 Euro. Das müssen wir natürlich erstmal wieder erwirtschaften. Das werde ich mir in eine kleine Tabelle eintragen. Die Einnahmen-Ausgaben etwas im Überblick zu behalten. Ich fahre jetzt nicht hier durch das Wohngebiet, sondern außenrum. Das ist nur unwesentlich länger. Lol. Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube fast, ich brauche noch ein größeres Gewicht. Ich werde es erstmal mit dem Tausender probieren. Und ja, die ersten Bahnen ziehen. Und dann im Zweifel noch mal eins nachkaufen. Jetzt aber schnell. Mitten auf der Kreuzung angehalten, der Lumpi. Ja, genau, das ist soweit jetzt erstmal mein erster Plan. Ich fahre jetzt rüber zum Feld und fange dort schon an. Für die Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ich den Frontlader dann schon kaufen soll oder erstmal noch nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis hin, macht's gut. Und tschüss.